So, willkommen beim neuen Let's Play. Es geht wieder um Counter-Strike Nexon Zombies. Und durch unsere letzte kleine Let's Play Session haben wir hier auch eine Ranglistenbelohnung bekommen. Ja, was auch immer. Das nehmen wir natürlich gerne an. Okay, wir starten aber gleich wieder durch. Das letzte Mal haben wir Zombie-Szenario getestet. Dieses Mal nehmen wir uns mal irgendwas anderes vor. Zombie-Unterschlupf. Ja, ein Unterschlupf ist auch mal ganz nett. Ja, das hat natürlich ein Passwort, das habe ich jetzt nicht gesehen. Wir nehmen uns auch mal einen anderen. Steigen hier mal ein. Zombie-Held. Wir nehmen uns noch mal ein Zombie-Szenario, aber nicht dieses. Das kennen wir ja schon. Steigen wir doch mal bei dem ein. Der scheint relativ alleine zu sein. Braucht sicherlich etwas Unterstützung. Ja, natürlich. So. Ja, aber da möchten wir nicht wieder rein. Das sieht doch noch ganz gut aus. Die sind auch noch nicht durchgestartet, die warten noch. Können wir uns hier mal anschauen. Info ansehen. Liga-Rang, XP, Verhaltenslevel, Kills und Tode, sehr interessant. Was haben wir denn für Stats? Achso, das hat natürlich mit der aktuellen Geschichte, aktuellen Session zu tun. So, das Spiel sollte gleich starten. Raummoderator müsste es jetzt bald starten, ansonsten wird er selber rausgeworfen. Ja. Wir schauen uns noch ein paar Informationen an in der Zeit und schreiben dem mal, dass das Ganze starten soll. Ja, 20 Sekunden hast du noch, Raummoderator. 10? Jetzt wird es langsam etwas krude. Naja, so kann's gehen, dann bin ich halt Moderator. Beziehungsweise Host. So, das Prinzip ist klar. Es geht auch schon los. Wir wählen das Thema. Wir nehmen wie immer GSG. Jetzt müssen wir noch einen Augenblick warten. Ja, es dauert noch 40 Sekunden. Es müssen ja auch alle verbunden sein, sonst hat das gar keinen Sinn. Bei dem Szenario geht es darum, man hat nicht nur eine kleine Fläche, auf der man überleben muss, sondern man läuft durch eine Reihe von Flächen. Und man hat dann verschiedene Barrieren, die man zerstören muss, um weiterzukommen. Diese Barrieren wiederum geben einen schnellere Levelaufstiege. Und dementsprechend mehr Angriffsmöglichkeit. Wir kaufen uns erstmal hier Munition und alles, weil es geht ja natürlich jetzt erst los. Ja, ist ja gut. Wir bleiben auch mal bei dem Set. Das ist ganz in Ordnung. Wir müssen eh 1000 Mal nachladen. So, wir sind eine große Gruppe. Ist ja auch okay so. Und hier haben wir schon eine von diesen berüchtigten Mauern, die einen schnellen Levelaufstieg geben. Es werden wahrscheinlich auch gleich Zombies um die Ecke kommen. So, die erste Mauer ist natürlich zerstört. Ich
Ich bin der Meinung, ich habe auch schon ein paar Zombies gehört. Ja, natürlich. Immer drauf da, oder wie heißt's? Nachladen, ganz wichtig, und immer in Bewegung bleiben. Yo! Und wieder die Mauer zerstören, damit wir auch weiterkommen. Verdammter Axeman! Alter! Wie gesagt, schneller Levelaufstieg durch Barriere zerstören. Immer eine schöne Angelegenheit. Aber dafür bekommt man natürlich in der Zeit keine Kills. Muss man dann schauen, was einem wichtiger ist. So, freie Fahrt. Neue Möglichkeit, einkaufen zu gehen. Und hier kommen auch schon die Fettis. Alter, verpisst euch. Der erste ist schon draufgegangen. Frage ich mich, wie man das hier schafft, aber okay. So, erstmal ein bisschen Ruhe hier. Wir holen uns mal neue Ausrüstungsgegenstände. Und weiter geht's. Ziemlich dunkel hier. Schon wieder einer draufgegangen. Wie kriegen die das hin? Verdammte Scheiße nochmal. Oh. Ich würde sagen, das Getümmel lohnt sich doch mal für eine Granate. Hat sich gelohnt. Immer drauf, da würde ich sagen. Er erinnert mich irgendwie an dieses Pokémon, Smogmog. Die Map kenne ich auch schon. Die kann man natürlich bis zum Erbrechen spielen. Es geht immer weiter. Oh, Jungs, könnt ihr mir mal helfen? Das ist echt ein Ego-Haufen hier. So, ich hole mir natürlich lieber ein paar Levelaufschläge, als dem Vogel da zu helfen. Es wäre vielleicht auch sinnvoll, bald wieder Munition zu holen. Zum Beispiel jetzt. Geht ja ganz schnell und macht Sinn. Granate habe ich nicht mehr, aber ist okay. Wow. So, weiter geht's. Dadurch, dass ich mich jetzt natürlich fast nur um diese Mauern gekümmert habe, habe ich jetzt etwas weniger Kills. Stört mich nicht. Fun steht ja im Vordergrund. Hier lohnt es sich als erstes, diese Typen zu killen, weil die anderen heilen. Scheint jemand AFK zu sein? Ne, doch nicht. Ah, eine neue Mauer. Wer hätte es gedacht? Ein bisschen Munition holen. Granate. Dann werfen wir doch mal um die Ecke. Mal gucken, was wir treffen. Nichts. Ist auch schön. Versuchen wir es nochmal. Vierer-Kombo ist schon besser. Jo, so läuft's. Natürlich voll Bitch-Move-mäßig. Aber was soll's. So. Okay, die heilen sich gerade. Das ist ein bisschen suboptimal. Ja. Schon klar. Die hängen da alle vor der berüchtigten Mauer. Schon klar. So, gehen wir mal nachladen. Besorgen uns mal wieder eine Granate. Machen mal ein bisschen Action, ja? Naja, lohnen tut es sich nicht wirklich mit der Granate, weil sie das Ganze dort vorne auch schon aufgesprengt haben. Es wird also Zeit weiterzugehen. Oh, nachladen in der Position ist natürlich suboptimal.
Verpisst euch! Oh Junge! Ja, ja, ich verstehe euch auch nicht. Schon gut, schon gut. Boah. Aber hier ist es eigentlich relativ egal, wer was spricht. Abknallen versteht jeder. Ich krieg hier natürlich nichts ab. Danke, danke. Ey, was hat der für eine Knarre, ey? Boah, erstmal nachladen. Natürlich dabei stehen bleiben, weil wir schlau sind. Wir schießen einfach mal sinnlos drauf. Soll auch mal geholfen haben, irgendwann habe ich gehört. Nachladen, neue Muni holen. So, das läuft doch. Kannst dich mal verpissen, Junge. So, es wird für uns natürlich langsam mal Zeit weiterzugehen. Naja, fire in the hole. Ich geh mal weiter. Viel Spaß. Wir gehen einfach mal weiter. Das sieht doch schick aus. Das sieht so aus, als wenn wir gleich sterben, wenn wir hier so weitermachen. Ja, das war unser erster Tod. Ist aber nicht schlimm. Wir steigen gleich wieder beim Startpunkt ein. Solange können wir den anderen mal zuschauen. Wir schauen mal, ob wir uns nicht irgendwas anderes besorgen können. Wir wollen uns mal ein anderes Maschinengewehr. Das hat vielleicht mal etwas mehr Durchschlagskraft. Jetzt haben wir natürlich einen etwas längeren Weg vor uns. So. Schneller Waffenwechsel, bekannt. Mal schauen, was die Waffe so alles kann. Na, das ist doch schon mal ein bisschen besser. Ah, die halten natürlich ordentlich was aus, weil die sich gegenseitig heilen. Oh. Junge, aus dem Weg! Headshots, dann klappt das schon. Oh Junge, die Waffe, die da hat, die geht aber auch ordentlich ab, ey. So, Level 22 ist natürlich nichts im Vergleich zu den anderen, aber immerhin. Oh Junge. Wir laden erstmal nach. Machen uns hier mal ein bisschen Platz. Und gehen mal ein Stück weiter. Oha, der Kollege ist aber auch gleich kaputt. Ja Junge, ich kann dir nicht helfen.
Na, die Viecher halten schon ordentlich was aus. Naja, ich merke schon, dass sie den Angriff verstärken. Alter, fress mein Schrot, du Penner! So, wir müssen zumindest noch das nächste Tor erreichen, wenn es überhaupt möglich ist, bei dem Andrang hier. Haben wir noch eine Granate? Nein, natürlich nicht. Ja, ja, ist schon okay, Mädel. Und nachladen. Der Kollege möchte uns mal Hallo sagen. Da kommt, da kommt, da kommt. Stirb. Holen wir uns mal ein bisschen Sekundärmunition und spielen mal ein bisschen. Ja, nehmen wir mal den. Ach, wir haben eine Kiste. Ist auch mal was Neues. Ja, leider viel zu wenig Munition für die Knarre. Das wäre sonst eigentlich ganz lustig. Na, wir haben keine Zeit dafür. Ja. Kannst aber schön schreien. Stirb! Ja, yeah, Runde ist vorbei. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch dann gleich mal Schluss. Das war wieder ganz nett. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder am Start. Und über ein Abo würde ich mich natürlich jederzeit freuen. Bis zum nächsten Mal.